gibt da dieses Märchen von den Brüdern Grimm, das einige von euch vielleicht sogar kennen und das ich euch jetzt einmal gern vorlesen möchte. Das geht so. Es war einmal ein armes, frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald. Dort begegnete ihm eine alte Frau, die kannte seinen Jammer schon und schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem sollte es sagen, Töpfchen, koche. So kochte es guten, süßen Hirsebrei und wenn es sagte, Töpfchen, steh, so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und aßen süßen Brei, so oft sie wollten. Einmal war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter, Töpfchen, koche. Da kochte es und sie aß sich satt. Nun wollte sie, dass das Töpfchen wieder aufhören sollte, aber sie wusste das Wort nicht. Also kochte es weiter und der Brei stieg über den Rand hinaus. Es kochte die Küche und das ganze Haus voll und das zweite Haus und dann die Straße, als wollte es die ganze Welt satt machen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig war, da kam das Kind heim und sprach nur, Töpfchen, steh. Da hörte es auf zu kochen. Und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen. Ja, es ist ganz spannend. Über genau dieses Märchen habe ich mich mit meinem Mann letzte Woche unterhalten, als es bei uns Grießbrei gab. Da ist mir das wieder eingefallen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum mir dieses Märchen eingefallen ist, als ich die Geschichte über Elia in der Bibel gelesen habe, der von einer armen Witwe versorgt wird, die ihm etwas zu essen und zu trinken bringt, obwohl sie eigentlich selber gar nicht genug hat, um sich und ihren Sohn zu versorgen. Also sie hat noch ein bisschen was übrig, bekommt Elia dann wahrscheinlich auch versorgt, aber geht davon aus, dass sie und ihr Sohn dann am Ende verhungern müssen. In dieser Situation sagt Elia zu ihr, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehlkrug wird nicht leer werden und die Ölkanne wird nicht versiegen. Ja, und wenn ihr mich fragt, dann ist das doch fast genauso wie das Töpfchen in dem Märchen, von dem wir jetzt gerade gehört haben. Ne? Das ist doch eigentlich kein großer Unterschied. Der Mehlkrug, der nicht leer wird, die Ölkanne, die nicht versiegt oder das Töpfchen, das nicht aufhört zu kochen. Die Kernaussage, die hinter diesem Märchen steckt, ist das Versorgtsein und nicht hungern müssen, genug zu essen haben, nicht arm sein müssen. Und in der Elia-Geschichte ist es auch das Versorgtsein und in dem Zusammenhang auch das Gottvertrauen, dass Elia darauf vertrauen kann, dass Gott es gut mit ihm meint und dass Gott für ihn sorgt. Und dasselbe gilt auch für uns. Gott meint es gut mit uns und Gott wird für uns sorgen. Darauf dürfen wir vertrauen. Ja, und jetzt kommt das große Aber. Aber dann lese ich in der Zeitung von Menschen im Jemen, denen es so schlecht geht, dass sie nur noch auf den Tod warten. Gerade vielen Kindern droht das Verhungern. So schreibt es zum Beispiel die Zeit in einem ihrer Artikel. Ja, hat Gott vergessen, ihnen zu sagen, wie man das Töpfchen zum Kochen bringt? Oder gilt Gottes Fürsorge nur seinen Prophetinnen und Propheten? Oder haben die Menschen im Jemen vielleicht einfach nicht genug Gottvertrauen? Ich finde, das sind schon Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang gut stellen kann. Und ich persönlich kann aus voller Inbrunst, aus voller Überzeugung jede dieser Fragen mit einem ganz kräftigen Nein beantworten. Nein, Gott hat die hungernden Menschen im Jemen und anderswo nicht vergessen. Nein, Gott sorgt auch nicht nur für seine Prophetinnen und Propheten. Und nein, es liegt auch garantiert nicht an mangelndem Gottvertrauen. Es liegt an uns, denn wir sind Gottes Werkzeuge. Wir sind Gottes Hände in der Welt. Wir sind diejenigen, die das Töpfchen zum Kochen bringen können. Wir tun es nur nicht. Und das Verrückte ist ja, dass es wirklich genügend
zu essen und genügend frisches Wasser für alle Menschen auf diesem Planeten gibt. Es ist einfach nur nicht gerecht verteilt. Und es ist keine Wunschvorstellung, dass genug für alle da ist. Das ist eine Tatsache. Wie gesagt, es ist nur unglaublich ungerecht verteilt. Da gibt es einerseits Länder, in denen man gar nicht mehr weiß, wie man sagt, Töpfchen steh. Und das Töpfchen kocht und kocht und kocht noch mehr. Und es gibt einfach ganz viel süßen Brei im Überfluss. Der Unterschied zu dem Märchen ist, dass sich niemand da durchessen muss, um in irgendeine Stadt zu kommen. Das, was zu viel ist, das wird einfach weggeschmissen. Das ist Zeichen unserer Konsumgesellschaft. In anderen Regionen dieser Erde hat man den Menschen nicht beigebracht zu sagen, Töpfchen koche. Und deshalb haben sie einfach zu wenig. Ja, und dann gibt es leider auch viel zu wenige Orte, in denen Menschen gelernt haben, von dem abzugeben, was sie haben oder was sie sogar vielleicht zu viel haben. Das Spannende ist, dass es mit der großzügigen Verteilung unglaublich gut klappt, wenn es um Waffen geht. Da habe ich mich jetzt gerade erst mit einem Kollegen drüber unterhalten, der ein Gespräch darüber mit einer Schulklasse geführt hat. Und da ging es genau darum, dass wir Menschen es immer irgendwie schaffen, uns mit Waffen zu versorgen. Waffen können immer angeschafft werden, egal in welchem Land, egal wie arm dieses Land sonst auch sein mag. Aber wir schaffen es nicht, die Menschen in jedem Land, in jeder Region, an jedem Ort mit Lebensmitteln zu versorgen, obwohl doch eigentlich genug für alle da ist. Und da ist doch irgendwas total schief. Ja, und aus diesem Grund ist die Elia-Geschichte für mich nicht nur eine Zusage, dass Gott es gut mit mir meint und dass ich Vertrauen haben darf auf Gottes Güte. Für mich ist diese Geschichte in gleichem Maße Aufruf, selber auch aktiv zu werden und es im Grunde so zu machen wie die Witwe in der Elia-Geschichte und einfach abzugeben von dem, was ich habe. Und wenn ich damit nicht alleine bin mit dem Abgeben, sondern wenn das alle machen, dann muss ich selber mir auch keine Gedanken mehr drüber machen, ob mir vielleicht irgendwann Öl und Mehl ausgehen oder Wasser oder Geld oder Kleidung oder Obdach oder Liebe oder süßer Brei. Ich sehe das so, wir alle haben unser Töpfchen von Gott bekommen und wir haben, gerade wir Christinnen und Christen, von Gott gesagt bekommen, wie man dieses Töpfchen zum Kochen bringt. Wir haben das Wort von Gott bekommen, wie das so schön im Märchen heißt. Und gerade in Bezug auf Gott passt das, glaube ich, auch unheimlich gut. Wie gesagt, uns ist beigebracht worden, wie man das Töpfchen zum Kochen bringt. Und was wir nur noch lernen müssen, ist nicht für uns selber zu kochen, sondern andere zum Essen einzuladen, damit auch sie etwas von diesem süßen Brei abbekommen, damit sie nicht hungern müssen, egal ob nach frischem Wasser oder Nahrung oder Liebe oder was auch immer. Es ist einfach genug süßer Brei für alle da und das müssen wir uns nur bewusst machen und endlich lernen, abzugeben. Töpfchen koche. Amen.